Hey, zu meiner rechten Gästetrainer und unseren Trainer Daniel Vollwart. Und wir wollen gar nicht lange machen. Endstand 1:3 aus Sicht unserer Preußen. Wir hatten 43 Zuschauer, die gezählt worden sind. Die Tore könnt ihr ja DFB nicht gerne entnehmen, aber ich kann es euch nochmal sagen. 19., 51., die Nummer 35, Bedirhan Sıracı für Türkspor und in der 79. die Nummer 11 zum 3:0. Und was erfreulich an dem Tag war, dass unser A-Jugendlicher Oliver Schill den Anschlusstreffer gemacht hat. War aber auch das Einzige aus unserer Sicht vom Ergebnis her. Und das Weitere, was die Analyse betrifft, machen jetzt die Trainer. Tulli, deine Stimme zum Spiel. Ja, erstmal, hallo erstmal. Ja, ich freue mich natürlich über die 3 Punkte hier bei Preußen. War für uns wichtig, dass wir gegen den Abstieg da auch spielen werden und dass wir den Dreier heute geholt haben, war super. Meine Mannschaft hat es sehr, sehr gut gemacht. Auch in der ersten Halbzeit war es nicht so das Spiel, was ich haben wollte. Aber wir machen 11 Meter, 1:0 in Führung. Das ist natürlich immer super, wenn du hier bei Preußen 1:0 führst auf dem großen Platz, auf dem tiefen Platz. Für uns liegt der Rasen. Wir haben es eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Das war ordentlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir Fußball gespielt, das hat mir viel mehr gefallen. Und dann haben wir schnellere Umschaltmomente gehabt, schnell nach vorne gespielt, zielstrebig gespielt. Dann machst du super, spielst das 2:0 super heraus über dem Flügel. Mello, der spielt den Rückraum, Bedi Sivaci macht das 2:0. Und das 3:0 natürlich ist ein Sonntagsschuss, kommt ein Flugball, der nimmt ihn direkt aus der Luft, Cash London. Steht es 3:0 und das Spiel ist gegessen. Die letzten 10 Minuten haben mir nicht so gut gefallen. Da sind wir selber in Hektik gekommen, in Hekte, und das hat mir nicht so gefallen. Da musst du clever sein und locker spielen. Aber wie gesagt, so ist Fußball. 3:0, sagst du, die Köpfe reicht für heute. Und dann kommt die letzten 10 Minuten Preuß nochmal mit 5, 6 Standards, die eigentlich sehr, sehr gefährlich waren. Aber im Endeffekt muss man sagen, wir haben das heute sehr, sehr gut gemacht. Ja, Tulli, vielen, vielen Dank. Daniel, was kannst du Gutes zum heutigen Spiel sagen? Ja, erstmal Glückwunsch an Tulli und seine Mannschaft und an den Verein Türkspor. Ich glaube, keiner, der hier sitzt oder zugesehen hat, wird den verdienten Sieg Türkspor abschreiben. So fair muss man sein. Es gleicht sich Woche für Woche die Bilder und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich natürlich dann auch als Trainerteam hinterfragen, was wir falsch machen, was wir nicht in der Mannschaft erreichen, ob wir die Mannschaft so erreichen. Da bin ich ganz ehrlich, da bin ich selbstkritisch und da bin ich auch alt genug und lange mit dabei. Wir können nicht zufrieden sein, wir können nicht zufrieden sein mit der Situation, wir können nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis, mit der Tabellensituation. Und damit ist eigentlich genug gesagt, weil die Analyse werden wir intern machen, wir werden es nicht rausposaunen, weil es gibt viele Dinge, die wir auch ein Stück ändern müssen. Es gibt viele Dinge, die einfach im Moment nicht greifen und nicht passen. Dazu muss man kein Fußballexperte sein, das sieht man einfach. Und so wie wir die Gegentore bekommen, es ist eigentlich Woche für Woche für Woche dasselbe Bild. Ja, bloß ein anderer Platz und ein anderer Gegner. Und mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank für die Worte. Wir haben auch heute Medienvertreter bei uns im Haus. Die Fußballwoche, Herr Diekmann persönlich erschienen. Haben Sie Fragen an die beiden Trainer? Konkrete Zusatzfragen, das, soweit ich das weiß, haben Sie auch noch Zugang von Gerlach von Maccabi bekommen. Der war heute noch nicht mal auf dem Spielberichtsbogen. Woran liegt es? Also ich fange erstmal mit der letzten Frage an, mit Max Gerlach. Max Gerlach hat eine starke Warn- und Beinprellung, hat einen schweren Pressschlag bekommen gegen Wilmersdorf, fällt weiterhin noch 2 Wochen aus. Also hat er jetzt nichts damit zu tun, mit irgendwelchen anderen Dingen.
Hätten Sie mich vor 3 Wochen gefragt zu den Neuzugängen, hätte ich gesagt, alle sind gut angekommen. Aber wir sehen, dass die Harmonie noch nicht stimmt auf dem Spielfeld. In der Truppe selber stimmt sie. Die Jungs fühlen sich untereinander wohl. Aber auf dem Spielfeld fehlt viel von dem Eingespielten. Es sind immerhin 5 neue Spieler. 3 bis 4 spielen immer. Das sind 30 bis 40% Feldspieler. Dann muss man allerdings sagen, ist im Moment auch die Trainingsbeteiligung nicht so gut, damit man sich so einspielen kann, dass man das so einfach hinkriegt. Und bei 3-mal die Woche muss man dann schon 3-mal da sein, um einen gesunden Ablauf zu bekommen. Ja, dazu kann man nur so viel sagen. Dankeschön. Herr Dickmann, das war's. Vielen Dank für die Frage. Frank, du hast noch eine Frage? Für unsere Preußen-TV-Zuschauer fragt Frank gerade, weil ihr ihn dahinter wahrscheinlich schlecht hört, hat unseren Trainer gefragt, ob es ein Elfmeter war, die erste Frage, dann die zweite. Okay, die Reaktion nach dem 3-1, liebe BFC Preußen TV-Zuschauer, war sehr positiv, ist er der Meinung, warum das nicht von Anfang an geht. Daniel, die Fragen sind an dich. Ja, zum Elfmeter. Für mich ein klarer Elfmeter. Ja, ich finde, der Schiedsrichter hat seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht. Gibt jetzt nichts, wo ich jetzt leider über den Schiedsrichter nicht schimpfen könnte und meine Niederlage so ein bisschen vertunschen könnte, dass der Schiedsrichter schuld ist. Ist er nicht, hat eine gute Leistung gebracht, der Schiedsrichter. Ganze Schiri-Team. Zu der letzten Frage, Frank, wenn ich das wüsste, dann wären wir schon einen riesengroßen Schritt weiter. Einen riesengroßen Schritt, weil das sehen wir, glaube ich, auch im Trainerteam. Ich habe kurz mit Göcki und mit Robert auch gesprochen, dass es für uns unverständlich ist, dass wir 75 Minuten völlig verschlafen haben und überhaupt nicht reingekommen sind. Jetzt darf man natürlich auch nicht die Leistung von Türkspor schmälern und immer nur sagen, dass wir so schlecht waren. Der Gegner war ja nicht schlecht, der hat es ja gut gemacht, hat umgeschaltet, schnell in die Spitze gespielt. Was wir ja Woche für Woche falsch machen, ist ja, wir kriegen ja nicht mal, wir spielen kaum eine Spielverlagerung. Ja? Und das hat Türkspor wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das hat Wilmersdorf schon gut gemacht. Das haben wir auch am Freitag analysiert, dass wir immer wieder in die eine Ecke spielen. Und so kommen ja auch die Tore größtenteils zum Entstehen. Ja? Aber ich gebe dir sicherlich recht, dass man erwarten muss, dass man von Anfang an diesen Kampf hinkriegt, diese Einstellung zum Spielen kriegt, die wir dann hatten. Und da müssen wir einfach hin. Das Elementare im Fußball. Danke. Herr Dickmann. Eine Frage. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie veranlassen, in die Einzelkritik zu gehen, aber interessant ist vielleicht Ihre Einschätzung, wie sich der Juniorenspieler, der auch das Tor erzielt hat, geschlagen hat und wie Sie da die Perspektive sehen. Es geht, liebe BFC Preußen TV-Zuschauer, unseren Olli mit der Nummer 23, der heute sein erstes Spiel für die Männer gemacht hat, gleich zu Hause, gleich ein Tor geschossen hat. Und Daniel, wie du ihn als Einzelperson bewertest, wie er sich heute geschlagen hat, fragt die Fuvo. Na mal so abgesehen vom Spielverlauf, gibt es natürlich für einen U19-Spieler keinen besseren Einstand, eingewechselt zu werden, seine Sache gut zu machen, ein Tor zu schießen. Olli ist jemand, der wird nächstes Jahr in den Männerbereich hochgezogen, wird jetzt auch die nächsten Wochen bei uns intensiver mittrainieren. Es ist auch schon eigentlich alles soweit unter Dach und Fach, dass er nächste Saison bei uns hoch im Kader rutscht. Und davon haben wir immer noch 3, 4 Gute aus der A-Jugend, die dieses Jahr ja einen sehr tollen Jahrgang haben, die hochrutschen. Das ist auch so mit dem Vorstand, mit dem sportlichen Leiter ganz klar kommuniziert, dass man mehr auf die eigene Jugend zugreift. Letztes Jahr hatte man nicht so die Möglichkeiten vom Niveau her, aber dieses Jahr haben wir ja wirklich gute Spieler mit absolutem Niveau. Und wir freuen uns drauf, wenn man gesehen hat, Olli kam rein, war heiß, hat das Tor gemacht, wollte das Tor machen. Und jetzt darf man natürlich den Tag nicht vom Abend loben, ist normal, das kennen wir ja gerade bei jungen Spielern. Aber wenn er so weitermacht, dann hat er eine gute Zukunft bei Preußen, schätze ich mal. Frank? Die Frage war, liebe BFC Preußen TV-Zuschauer, an Tuli Sasai gerichtet, dass es nächstes Jahr einen neuen Investor gibt.
ob er weitermacht, wie es da aussieht, ob er uns darüber kurz aufklären kann. Ja, die Gerüchteküche natürlich in Berlin ist immer sehr, sehr groß. Jeder, der mich kennt, weiß eigentlich, dass ich sehr gerne um Platz 1 spiele. Investor hin oder her. Ich muss erst mal sehen, ob die Leute da sind und funktionieren. Und wenn ich dann meinen eigenen Kader zusammenstellen darf, wie es bei den meisten Vereinen leider nicht so ist, da holen sie einfach Spieler und der muss da spielen, das funktioniert so nicht. Muss ich sehen. Wie gesagt, mir macht es zurzeit sehr, sehr viel Spaß hier mit der Mannschaft, die ich in 2 Wochen zusammengebaut habe. In der Winterpause habe ich 4 Spieler noch dazu bekommen, die ich halt überzeugen konnte, die eigentlich in der Liga nicht zu suchen haben. Wie ein Ali Saleh, Karim oder ein Oktar Uğur, ein Yusuf Sakan habe ich bekommen, damit er hier Spielzeit wieder bekommt. Der wird wahrscheinlich nicht in der Berlin-Liga bleiben. Aber wie gesagt, ich habe eine tolle Truppe zusammengebaut, es macht riesen Spaß und ich muss nur die Liga halten, das ist mein Ziel, alles andere ist für die Goldene Ananas. Ja, vielen Dank, Tulli. Ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen. Unsere zweite spielt gerade im Derby gegen Wacker Langwitz. Unsere A-Jugend ist sehr erfolgreich, Tabellenführer, haben auch gestern gegen den BFC Dynamo gewonnen. Nicht nur Oliver Schill ist ja aus der A-Jugend hochgekommen, sondern wir haben ja auch einen Jugendspieler, den Colin Drost, der heute sein erstes Pflichtspieldebüt zu Hause gegeben hat. Er hatte ja letzte Woche schon einen Einsatz. Deswegen, es geht in die richtige Richtung, so eine Rückschläge kommen. Und Frank? Dienstag, die A-Jugend. Dienstag, Pokal gegen TB. Zu Hause oder auswärts? Zu Hause. Also auch da, ich bin auf jeden Fall da, glaube ich. Wir hatten einen Termin mit PR für ein Foto. Dann kann ich auch gleich ein bisschen zugucken. Ich sage immer wieder Dankeschön, dass ihr einschaltet. Denkt bitte dran, es gibt keinen Livestream mehr von den Heimspielen, sondern nur noch von Auswärtsspielen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns nächste Woche Sonntag im Stadion besuchen kommt. Da geht es um 11 Uhr weiter gegen den Aldersimspor. Wir freuen uns auf euch. Wir sagen Dankeschön wie immer. Euer Erle vom BFC Preußen TV. Ciao.